Hallo und willkommen zurück bei FIFA 15. Ja, wir müssen jetzt in dieser Folge gegen den Hamburger Sportverein. Wollen wir mal gucken, ob wir die alten Hamburger weghauen können. Vielleicht kriegen wir ja auch mal wieder die Chance, ein paar Tore zu schießen. Im letzten Spiel konnten wir ja leider nicht so viele Tore schießen. Wir hatten zwar einen vorbereitet, was uns aber nicht angerechnet wird. Wo ich ja so langsam das Gefühl habe, dass das da irgendwie ein bisschen nicht richtig gezählt wird. Und das war aus der zweiten Reihe. Und oh, sehr schön, direkt einen Akzent gesetzt. Gleich gezeigt, dass wir hier Tore schießen wollen, dass wir hier als Gewinner vom Platz wollen. Alles andere hat keine Wertigkeit. Und natürlich ist auch noch ganz wichtig, dass wir die Tore schießen. Damit wir dem Trainer mal zeigen. Boah, Alter! Ah, das war ein Fehlpass von denen. Buh! Buh, was könnt ihr denn? Nicht mal den Ball abnehmen. Müller! Und ich glaube, wir hatten sogar eine Transferphase uns Van der Vaart gekauft. Wenn ich mich recht entsinne. Ich kann mal kurz gucken. Castro ist hier aber anscheinend nicht mit drauf. Naja. Ach, was pfeift er jetzt denn? Der hätte auch ruhig durchlaufen lassen können. Alter, das gibt die rote Karte. Was? Was hat der denn gemacht? Und ich habe gerade gesehen, Van der Vaart ist noch beim HSV. Ich dachte, kann auch sein, dass ich mich da ein bisschen versehen habe. Und oh! Schade, da haben wir irgendwie noch den Fuß an den Ball bekommen. Und ah, leider geht der rüber, schade. Ah, der alte Bender. Spielt besch. Na, nee. Ah, ich verstehe auch die. Durchsage gerade nicht so, die Fangesänge sind einfach viel zu laut. Aber ist natürlich auch schön zu sehen. Alter! Arslan? Ach, jetzt stehe ich im Abseits, weil du zu lange gewartet hast, Bender. Du alter Haiupai. Und dann schießt der da so eine Grütze, das wäre ja fast noch ein Einwurf gewesen. Was ein stupid Boy. Der alte Hänfling da. Nix kann er. Ah, jetzt haben wir endlich mal den Ball. Oh, und wir haben den. Oh, nicht gleich ganz wieder verloren. Oh, schade, kriegt er gerade noch so deinen Fuß dazwischen. Aber wir haben immer eine Ecke rausgeholt. Und der HSV ist natürlich auch schon extrem geschwächt innerhalb dieser. Direkt am Anfang des Spiels direkt eine rote Karte zu kriegen. Und was weiß ich, wie lange die da jetzt zu 10, mit 10 Mann nur spielen können. Ist natürlich auch nicht so toll. Und er läuft direkt in die Gegner rein. Arslan, Jiracek, Van der Vaart, doch, die haben tatsächlich Van der Vaart noch.
Ich war fest davon überzeugt, dass wir den gekauft hatten. Ach, ich tänzel da aber auch viel zu viel rum. Hätte ich den erwischt mit der Grätsche, hätte ich wahrscheinlich auch noch eine rote Karte gekriegt. Okay, und jetzt, der Schiri dürfte jetzt auch gleich jeden Moment zum zur Halbzeit pfeifen. Oh, Einwurf. Ah, nee, Halbzeit, okay, okay. Ist vollkommen in Ordnung. Plexiphone? Was ist denn das eigentlich für ein Tor, was wir da drin haben? Lomb? Was für eine Graupe. Hab ich noch nicht mal gehört, den Namen. Hoffentlich kann der Abstöße schießen. Okay, er macht einen flachen. Na, ist immerhin sicherer. Doch zum Mäusemelken, die Scheiße hier. Oh, der kam, der hätte sehr, sehr böse werden können, der war nämlich nur abgefälscht. Nächstes Mal vielleicht. Was ist denn los? Hat er Hand gemacht oder sowas? Ich hab's nicht genau gesehen. Ach, wir kommen da zu Fall. Können wir froh sein, dass wir uns nicht wieder verletzt haben? Huan Ming Song ist auf dem Feld jetzt. Für Bittenkurt oder sowas. Oh, sehr schön abgedrängt. So gefällt mir das. Alter, spielen die das gerade gut. Oh nein! Alter, aber das war mal wirklich, wirklich schön rausgespielt. Wow, war das ein krasser Schachzug, den wir da gespielt haben. Da haben wir wirklich alles ineinander gegriffen. Das sah richtig gut aus. Sowas gefällt mir ja schon immer meist schon fast mehr als einfach nur Tore. Wenn da so diese Passstaffetten so perfekt funktionieren. Und... Nein! Das Aluminium! Jawohl! Endlich wird auch mal Zeit, dass wir wieder ein Tor schießen. Das war aber auch, ja, muss man ehrlich sagen, rein eigentlich ein Billuttor. Aber egal, Tor ist Tor. Puh, Mensch, war das eine Aktion bis hierhin. Aber immerhin hatten wir da eine sehr schöne Ballstaffette, die wo ein Pass den anderen ergänzt hat. Oh, hoppala. Ich wollte gar nicht den Ball fordern. Sehr schön, wir haben wieder Ballbesitz. Und so leichtfertig den Ball verloren. Na, immerhin, der Torwart. Ein bisschen was gemacht. Oh, gerade noch den Pass gekriegt. Und nochmal ein Schuss. Und ein Nachschuss. Und da ist der drinne. Jawohl.
Das war auch schon wieder nicht so schlecht da mit dem nochmal wieder zurückpassen zu mir. Und dann macht, oh ja, natürlich nimmt er den Volley, nimmt er den Schuss. Da darf er sich ruhig freuen. Der Gonzalo Castro. Schade, ich dachte, wir können da noch kurz irgendwie an den Ball kommen. Sehr schön, wir haben die Pille. Oh, was war das denn für ein Rückpass? Ah, schade, blöd. Aber gut, wir sind schon wieder verletzt. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Okay, hoffentlich läuft er jetzt hier nicht wieder vom Platz. Sehr schön. Was ist nun denn? Ach, Abpfiff. Okay. Aber mal hoffen, dass wir nicht wieder verletzt sind. Das wäre ja mal so ätzend. Mal sehen, was der Arzt sagt. Uns scheint es gut zu gehen. Ja, spielbereit. Sehr schön. Wollen wir mal gucken, gegen wen es als nächstes geht. Okay, ich werde wieder nicht berücksichtigt, weil Kiesling wieder zurück ist. Wollen wir mal schauen, wie lange das noch so weitergeht. Ich werde schon wieder nicht berücksichtigt. Die Saison ist bald vorbei. Dann würde ich ja mal fast sagen, dass wir uns auf jeden Fall einen neuen Verein suchen. Alter, wir rutschen hier immer weiter ab. Okay. Wollen wir mal schauen. Du wirst in der heutigen Mannschaft nicht berücksichtigt. Das gibt's doch nicht. Ja, und das ging vor der gestrigen Folge die ganze Zeit so ewig lange. Das lag ja auch noch an der Verletzungspause, die wir hatten. Schon wieder nicht. Ey, das... Also auf jeden Fall suchen wir uns wieder einen neuen Verein, sobald die Transferphase beginnt. Ich werde nicht berücksichtigt. Ich werde das hier auch gleich mal schon sagen, dass wir hier einen Transfer wollen. Trainingsverletzung. Christoph Kramer, ja, von mir aus. Meine Aktionen, Transferanfragen, jawoll. Ein Wunsch leider ablehnen, jetzt auf einmal. Ne, ich will weg. Ich will nicht immer nur ein Spiel und dann... so nochmal. Transferanfragen. Und gegen den Wolfsburg geht es in der nächsten Folge. Dann sage ich doch mal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.